Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Martin und ich, wir sind immer noch am geheimnisvollen, verwilderten Waldsee unterwegs. Und jetzt müssen wir definitiv unsere Systematik, unsere Angeltechnik ändern. Riesige Boilies mit dem Versuch, noch einen riesigen Karpfen hier ans Band zu bekommen. Karpfentechnisch ist es schon mega gerannt. Aber jetzt müssen wir so vorgehen, um den Endgegner hier vielleicht an den Haken zu bekommen. Und natürlich der Wallerplan. Gibt es hier Welse? Gibt es hier große Welse? Der Versuch steht im Raum. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wer den ersten Teil zu dieser Videoreihe noch nicht gesehen hat, schaut mal hier oben. Einfach draufdrücken, dann seht ihr, was bisher passiert ist. Und wir starten jetzt Mission Big Fish am geheimnisvollen, unbekannten, verwilderten Waldsee. Abfahrt. Futter bei die Fische. Wir müssen jetzt die Regenpause ausnutzen. Wir haben späten Nachmittag. Es hat den ganzen Tag richtig durchgeschüttet. Wir haben uns jetzt mal schön einen Mix vorbereitet aus Partikeln und einen Mix aus Gobutter-Boilies und Protex-Boilies. Wir werden jetzt probieren, durch eine bisschen eine Taktikänderung versuchen, Selektion zu betreiben. Also, dass man eher so die kleinen Fische ein bisschen ausselektieren, um an einen größeren ranzukommen. Auf der einen Seite durch Futter. Ich werde jetzt hier draußen auf so einem leicht ansteigenden Plateau im See mitten im Freiwasser einen Marker mir setzen und da eine gute Menge Futter bringen. Also bestimmt jetzt mal ein Kilo Boilies füttern und schön Partikel außenrum. Das gleiche macht der Martin auf der anderen Seite drüben. Und dann auch durch die Ködergröße versuchen zu selektieren, solche Happen anzubieten, dass die wirklich nur ein großer Karpfen ins Maul bekommt. Bei mir ist alles relativ human geblieben, habt ihr vorhin gesehen. Ich habe mir einen Schneemann zusammengebaut. Die zweite Rute werde ich noch in Holznähe lassen mit einem auffälligen Neon-Poppy. Aber der Martin hat auf seine Ruten richtig Bollermänner drauf gemacht. Das zeigen wir euch gleich. Und jetzt versuchen wir aber erstmal hier an dem Spot über das Futter. Es gibt ja auch dann einen Futterreiz unter den Karpfen, also wenn da eine gute Menge ist. Klar werden da auch kleine Karpfen jetzt noch vorbeikommen, aber dann vielleicht einen großen Fisch, einen Platzhirsch auf den Platz zu locken und dann so abzuholen. Ich habe hier von den Poseidon-Jungs so einen ganz coolen Wickelmarker. Der hat hier oben ein Reflektorband dran, also das seht ihr hunderte Meter weit mit einer einfachen Kopflampe. Den setze ich ungefähr zu so 10 Meter hinter meinen gewünschten Angelplatz. Nehmt einfach das Teil. Wickelt sich selber ab am gewünschten Platz. Ich fahre dann noch mal ran. Und hier unten macht er noch ungefähr 20, 30 cm raus. Und hier unten habt ihr so einen Haken. Und da fixiert ihr jetzt einfach eure Schnur. Wir sind jetzt an keinem riesigen Gewässer, wo dann irgendwelche großen Wellen kommen können. Da reichen ungefähr 50 cm, bumm, unter dem Bereich des Gummiband. Jetzt sitzt er schön auf und hier lassen wir ihn auch stehen. Und so finde ich ganz schnell meinen Futterplatz wieder. Jetzt halte ich einen kleinen Sicherheitsabstand ein, 5 bis 10 Meter, damit der Fisch mir nicht reinschießt beim Ran. Den Marker auch hinter den Spot gesetzt. So, jetzt kommt gleich der Bereich, wo es ansteigt. Ich taste jetzt trotzdem hier unten mal ein bisschen den Grund mit ab. Marker sitzt im sicheren Abstand. Damit merkt ihr super gut noch die richtigen kleinen Feinheiten, die euch auch kein Echolot zeigen kann. Ist es hart, ist es weich, Schlamm. Hat. Also hier fressen auf jeden Fall Fische. Rute geht auf Tauchstation. Mal anheben, Vorfach schön strecken. Sitzt. Und jetzt kommen wir drauf und ein paar Großflächen außenrum, dass die Fische ein bisschen zum Suchen angeregt werden. An diesem Platz werden wir jetzt auf jeden Fall noch eine Zeit lang dann unter Futter halten. Zack. Ein paar Partikel drauf. Das reicht jetzt erstmal.
Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, was abging gestern oder seitdem wir hier sind mit unserer Fallenstellerei. Fische haben sofort drauf reagiert. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal ein bisschen Futter bringen, denn das kommt ja weg. Ne? Das Fallenstellen ist immer eine gute Sache. Also das ganz gezielte Ablegen am Totholz und dann in bestimmten Kanten, um zu testen, wenn ihr an einem Gewässer ankommt oder auch, wenn ihr viel Angeldruck habt. Aber jetzt hier in dem Fall, wir sind hier alleine, brauchen wir jetzt auch nicht geizen. Okidoki. Und jetzt zeige ich euch mal die Riesenwurmeln, die wir zum Testen beim Martin auf die Rute gemacht haben. So, jetzt zeig mal hier deinen Gollermann. Ein 30er und eine 24er Kugel. Sagst du es auch unseren Zuschauern, die nicht aus Bayern kommen, dass sie es verstehen? Ein Boilie mit 30 mm und einer mit. Der obere hier. Und einer mit 24 mm. Und obendran. Ein 4er Haken. Ganz aggressive Hakenstellung. Steht schön nach außen, hakt sofort. Na klar, den Klumpen hier. Aber ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht. Definitiv ein guter Köder für einen großen Fisch. Abfahrt. Zweite Rute hier draußen haben wir auf 4 Meter gelegt, ein bisschen tiefer. Nach hinten hin fällt jetzt die Kante noch ab auf 5 Meter. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Fallbiss, komplett zusammengefallen. Aber ist drauf. Und fühlt sich im ersten Moment sogar etwas schwerer an. Nicht so ein Gezuchtel in der Rutenspitze. Ah, jetzt kommt er. Kommt sogar relativ schnell. Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn es wieder ein Graser ist. Nieselt schon wieder leicht, also der Regen bleibt unser ständiger Begleiter. Aber ihr wart circa jetzt eine Stunde vor dem Biss, jetzt mit uns auf dem Boot. Ihr habt ja gesehen, was ich Futter auf den Platz gebracht habe. Und wenn da Fisch ist und die Bock haben, ist überhaupt keine Menge. Bam, knallt schon los. Also guter Tipp, wenn ihr merkt, die Karpfen haben Bock, die Karpfen fressen, und ihr habt die Möglichkeit dazu, bringt ruhig ein bisschen mehr Futter, gutes Futter, das geht weg. Und wenn ihr irgendwo startet an einem neuen Gewässer und erstmal testen wollt, wenig Futter, ein paar Fallen stellen und dann erstmal sehen, was passiert. Also jetzt haben wir den Uferbereich. Ja, das habe ich gesagt. Ich glaube, es ist ein Graser wieder. Ich glaube, es ist wieder ein Graser. Ich bin halt der Graserfred. Ja. Uiuiuiui. Das können sie. Bis zum Ufer kommen sie locker mit. Und kurz vom Ufer, kurz vom Kescher rasten sie richtig aus. Jetzt beginnt der Tanz. Oh ja.
Rüben habe ich vergessen. Jetzt passen wir hier jetzt. Wenn Martin in die Schnüre reinschießt. Ein Damm, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Du wirst auf jeden Fall im Graskarpfen nicht von einem Kescher erschrecken, weil dann wird es ein übertrieben gesagt unendlicher Kampf. Abscheppen, wenn es geht. Gut so eine Kreuzdecke legt hier. Komm. Wahnsinn. Wahnsinn, dass die Fische hier eine Kampfkraft haben. Aber das warme Wasser jetzt noch hier im Restsommer. Verleitung hat richtig Power. Puh. Verrückt, wirklich verrückt. Am Anfang. Verrückt. Verrückt. Ich bin noch am Drillen. Doppeldrill, das ist echt verrückt. So, jetzt guck ich mal, ob ich den hier bekomme. Martin lacht. Was sagst du denn da? Martin lacht. Alle Ruten drum. So, jetzt haben wir wenigstens Glück, dass der Pächter vom Gewässer da ist und uns mal kurz beim Filmen hilft, weil sonst hätten wir jetzt schon ein Problem. Damit rechnet ja auch keiner. So, wenn es hier noch länger geht, habe ich halt nur die Befürchtung, dass der Graser sich irgendwann jetzt stützt. Unglaublich, unglaublich. Nachher den Raubfischkescher. So. Ich hab ihn abgeschöpft. So, jetzt machen wir Folgendes. Dem Fisch passiert jetzt gar nichts hier im Kescher drin. Ich hole jetzt schnell meinen Hechtkescher und helfe Martin beim Keschern. Das ist ja verrückt. Das geht auf keine Kuhhaut, was hier los ist. Immer gut, zwei Kescher dabei zu haben. Ich stampfe die Fische. Das ist warmes Wasser. Jawohl, unglaublich. Ja. Hier, Fisch, Graser. So, zeigen wir euch mal schnell die Fische. Unglaublich, Petri Heil. Ich habe noch nicht einmal die Schwimmwesten ausgezogen. Ja, das sollte man hier auch anbehalten, aber diesmal ging es ja ganz gut vom Ufer im Doppeldrill. Schöner Schuppi, Petri Heil. Graser Nummer 2. Wieder ein Riesenschwanzpaddel und damit macht der Fisch halt richtig, richtig Action. Schaut euch mal den Torpedo an.
Die haben halt Power, die Jungs. Richtig Power. Wupp, wupp. Mega. Doppeldrill jetzt hier in der Abenddämmerungsphase, in der Regenpause. Daumen drücken, dass das Wetter ein bisschen noch mitspielt. Toller Fisch. Gönnen uns keine Pause, die Fische. Also wenn das jetzt wieder ein Graser ist, dann könnt ihr mich wirklich den Graserfred nennen. Kommt wieder ganz leicht rein, draußen auf dem großen Futterplatz, was heißt auf dem großen, am Marker, wo wir ganz gut abgekippt haben. Zweite Aktion jetzt. Und richtig schnell rein. Vielleicht auch eine Brasse. Aber die wird man dann sogar aufheben, weil wir wollen ja hier nochmal versuchen, einen Wels zu fangen. Kommt richtig schnell rein. Also wenn ich wetten müsste, würde ich glaube ich sagen, wieder ein Grafer. Wette gewonnen. Ladies and Gentlemen, ich habe die Wette gewonnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal, ob ich schon so rumbeln kann. Jawohl. Unglaublich. Unglaublich. Ein bisschen rumgepiepse. Und ich raste da aus, jetzt ist er aufgewacht. Ein bisschen rumgepiepse, reingekommen. Wie wenn nichts dran wäre. Schau dir das mal an, was hier für wunderbare Fische sich in diesem geheimen, verwilderten Wald hier verstecken. Haken sitzt perfekt hier in der Maulfalte. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch mal diese riesigen Brustflossen an. Guckt mal diese Riesenteile. Richtig tolle Fische. Alter Falter, die Riesenmurmel läuft ab. Die Riesenmurmel läuft ab. So, Martino, jetzt bin ich mal gespannt. Da bin ich aber jetzt auch gespannt, wie er sich das eigentlich zelebriert hat. Nachdem ich der Graserfred bin, bin ich jetzt mal gespannt, ob der Plan mit diesen Riesenboilies, mit diesen Riesenhookbaits eventuell aufgeht. Das wäre cool. Ist tatsächlich auch gespannt, was da zum Vorschein kommt. In diesem Sinne grüßen wir euch. Kurz vor Mitternacht nimmt kein Ende. Jetzt sind wir echt beide gespannt. Aber irgendwie ist die Route war ganz lange jetzt, also die war jetzt wie lange? Also die war seit wir sie gelegt haben tot, ne? Ja. Und jetzt geht sie los. Die anderen Routen permanent Aktion. Jetzt schauen wir mal. Dass jetzt vielleicht eins von den Monstern hier ist, die es hier vielleicht geben soll. Oder hat die Rotex Hookbait so lange blatt gelutscht, bis sie ins Maul gepasst haben, ja? Ich bin da jetzt wirklich gespannt, was da zum Vorschein kommt, weil das war der ja... Der war schon ein fetter Köder, also. Das waren 30 und 24, das ist ja auch Wahnsinn. Aber vielleicht geht der Plan ja auf, dann können wir morgen daraufhin umstellen. Schlagschnur ist da. Ich glaube fast. Das ist nicht. Nein, das ist auf jeden Fall kein Graser. Ich glaube, das ist nicht der erhoffte Riese, sagst du ganz ehrlich. Spannung liegt in der Luft. Dün, 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 dün. Yeah.
Wahnsinn. Oh. Petri heil. Petri, dank. Schön, dass du hier. Ihr seht jetzt nur mal im Vergleich die Köder. Aber ein schöner Karpfen, definitiv. Wir sind happy und machen weiter einfach. Es ist schon ein Köder, ja. Petri, mein Güster, weiter geht die wilde Fahrt. Alter Falter, das nimmt kein Ende heute Nacht. Und wenn ihr auch mal so von den Fischen überrumpelt werdet, empfehle ich euch eine leckere Trinkmahlzeit, denn auch wir werden heute keine Zeit mehr haben, gemütlich zu grillen. Ich habe irgendwie das Graser losgezogen, nonstop Graser. Und beim Martin auf das XXL Boilie-Paket ein Schuppi. Aber diesmal ein bisschen besserer Schuppi. Ganz egal, wir sind mega happy, dass es so läuft. Und uns bleibt nur eins übrig: dranbleiben, weitermachen. Bis zum Biss. Kurz vorm Hellwerden ballert der nächste ab. Ich hoffe nicht schon wieder ein Graser. Ist er weg? Also bei Martin mit seinen zwei Riesenkugeln ist bisher noch Ruhe. Der 24er und der 16er Poppy obendrauf. Es juckt sie nicht. Und der Fisch kommt relativ gut rein. Ich glaube nicht, dass es unser Endgegner ist, den wir hier suchen. Ach, das kann doch nicht sein, oder? Das stimmt nicht mit dir. Wahnsinn, ich bin echte Grasaufrede. Geht so weiter. Vielleicht gibt es einen gelben Pop-up. Oder an dem Angelblatt. Okay, das gibt es ja gar nicht. Nein. Wieder ein Gras, und das müssen wir jetzt bisher die größte Runde hatten. Das ist ja wirklich unglaublich. Aber das ist richtig schnell absacken. Boah. Zum Kescher rausspringen. Ich bin wirklich der Graserfred. Ihr könnt das sagen, was ihr wollt. Köder und ein richtiges Graserbrett. Guck mal diese riesen Brustflossen an. Alter Falter, ist das ein Torpedo. Ich habe die diesmal wirklich hier gepachtet. Aber jetzt könnt ihr mich Graserfred nennen. Fakt ist, mit dem größeren Köderpaket werden bei mir zumindest auch die Graser größer. Aber es macht mega Spaß. Petri heil. Einen wunderschönen guten Morgen. Bin noch wirklich etwas verschlafen. Ja. Ging gut vorwärts. Ihr könnt mich jetzt übrigens alle den Graserfred nennen. Also das ist ja wirklich verrückt. Drei Fische hintereinander. Und alles Graser. Glaubt ihr, das könnte vielleicht an den gelben Skobatterbeutis liegen, also an dem gelben Schneemann? Oder ist das reiner Zufall? Martin, bei Martin drüben auf den großen Protex im Doppelpack kam schon ein bisschen besserer Schubi und bei mir drei Graser hintereinander. Das ist jetzt die Frage. Ist es Zufall? Ist es der Platz da bei mir, die kleine Erhebung im Wasser? Wer weiß. Wir werden jetzt auf jeden Fall, das Karpfenangeln läuft ja, uns wahrscheinlich auf zwei Routen begrenzen. Also die zwei kurzen, die ufernahen Karpfenruten rausnehmen, uns auf die Futterplätze draußen einschießen und wirklich große Köder nehmen. In der Hoffnung, Finny, mach da langsam auf, liegt noch hier hinten. Ja, in der Hoffnung, noch einen großen Fisch da irgendwie selektieren zu können. Und dann auf jeden Fall, ich bin mega gespannt, wollen wir Wahnsinn.
Wahnsinn. Dieser Falbis. Was ist hier los? Wenn man vom Teufel spricht, das ist genau die Route, die jetzt eigentlich raus sollte. Hier in Ufernähe. Die läuft jetzt im Hellwerden ab. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf der Kamera, ist gerade ein richtig guter Fisch gesprungen. Ja, und dann, wo bin ich denn stehen geblieben, eben beim Aufstehen? Und dann wollen wir uns mal ein bisschen hier den Raubfischen widmen, der Suche nach den Raubfischen. Ich will auf jeden Fall noch hier versuchen, einen Wels zu fangen. Und vielleicht haben wir sogar Chancen hier auf einen Hecht. Wer weiß, was sich hier versteckt. Also der ist wenigstens bisher jetzt nicht ins Uferholz gerannt. Aber der beste Wecker für einen Angler, ne? Im Hellwerden ein Biss. Und so wie es ausschaut, kriegen wir heute wieder ein bisschen besseres Wetter. Ein Schuppi. Aber wenn das jetzt wieder ein Graser gewesen wäre, dann wäre ich durchgedreht. Das ist schon spannend, ne? Wie unterschiedlich das sein kann. Aber schreibt mal in die Videokommentare, glaubt ihr, es liegt an dem gelben Schneemann, an den Skobutta-Boilies, dass ich Graser gefangen habe? Martin hat noch überhaupt keinen Graser gefangen, der hat ja mehr auf die fischigen, braunen Boilies gesetzt und ich habe bisher 4. So, Gescher. Also Dampf haben sie wirklich wie ein großer. Zack! Uiuiuiui. Gelbe Poppy im Morgengrauen jetzt hier ufernah abgelaufen. Petri Heil, schöner Schuppi am Morgen. Wop, wop. Tolle Farben, tolle Fische. Wo ist deine Mama? So, jetzt ist Zeit für Änderung. Wir werden definitiv 2 Karpfenruten mit großen Ködern weiterhin einsetzen, aber es juckt jetzt schon ganz schön in den Fingern, dem Geheimnis hier der Raubfische in dem kleinen wilden See hier auf den Grund zu gehen. Und was da genau abgeht, das seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns mega. Vor allen Dingen, dass das so krass angelaufen ist mit den Karpfen. Rechnet man ja nie damit. Aber ihr seht selbst, wenn man sich auf die Suche begibt und irgendwas probiert, kann man natürlich immer eins auf die Nase kriegen. Aber man kann auch eine ganz tolle, spannende, abenteuerreiche Fischerei an neuen, unbekannten Gewässern erleben. So, im nächsten Video Thema Raubfisch, Abfahrt.